Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum neuen Angezockt. Ja, das ist schon, hoppala, das zweite Mal, dass ich das Spiel aufnehme, weil beim ersten Mal hat mir meine Capture-Karte irgendwie nur die letzte Minute aufgenommen. Warum auch immer. Ich werde jetzt auch weiterspielen machen. Oder warte, wir machen auf ein neues Spiel. Neues Spiel. Muss mich dann auch erstmal wieder rinfuchsen. Hab's eine Weile nicht gespielt. Also wir sind jetzt praktisch hier so eine Art Crash-Test-Dummy und wir müssen hier bestimmte Sachen erledigen, um Punkte zu bekommen. Das ist die Landkarte. Durch die erste bin ich, glaube ich, so ja schon durch eigentlich. So. Das ist halt von der Steuerung, das ist echt so ein bisschen. Ich hab's gleich beim ersten Mal geschafft, das ist gut. Rang C, erneut versuchen. Normalerweise machen wir jetzt das nächste. Der wird auch noch komplizierter, wie ihr gleich sehen werdet. Wenn man den Dreh immer raus hat, ist es eigentlich, aber ich habe es jetzt hier schon eine Weile nicht mehr gespielt, ist es eigentlich. Ah, Unternehmen. Also der Standard ist eigentlich so, dass ihr die Mitteleinstellungen bis mit denen kommt man eigentlich gut durch. Natürlich nicht so gut durch, dass man alle Punkte kriegt. Ah, seht das? Ah, Unternehmen. Ach, das hasse ich. Ah, jetzt habe ich's. Jetzt haben wir das auch und. Jupp. Fünf davon, zwei davon, Stern, fünf Dings. Das muss ein A-Rang werden. Nur ein B-Rang, aber egal. Ja, wir machen noch. Jetzt hier mit der Kuh? Nee, hier noch nicht. Doch, das, nee, hier noch nicht. So, wir müssen erstmal dahin. Oh, da war zu viel. Ach. Da habe ich von Anfang an zu viel Rumswumms gehabt. So, nehmen wir einfach mal Standardwerte. Seht ihr, da kommt man eigentlich relativ gut durch.
Rumsbums. So, machen wir nächste. Der kommt, wird noch schwerer. Ja, auch noch nicht. Oh, da hinten mit zu der Rutsche kommen wir noch. So. Ach, daneben. Mist. Das ist das Einzige, was mich eigentlich so ein bisschen abfuckt manchmal. Dass man diese daneben springen. Ich kann nur mit dem linken Analogstick hier ein bisschen ausgleichen, aber seht ihr, dann muss er am Anfang gleich genug Drumswumms haben, um darüber zu kommen. Ah, fuck, muss ich ein bisschen mehr Gummi geben. Ach Gott. Kruzifix und Tag meines. So, einmal. So, jetzt haben wir das alles. Jetzt müssen wir uns hier drehen, um den Stern zu bekommen. Hier zur Matratze. Und. Au, mittig. Alter, das sieht aus wie Rengler. Und hier unten seht ihr, was ich halt alles schon abgearbeitet habe. Die Trophäe habe ich schon gekriegt dafür. Hier haben wir einen Bonus. Was nicht auf dem Weg liegt. Ist das hier mit den Kühen? Au, oh, nee, das ist das. Das habe ich letztens auch nicht gespielt. Also das habe ich nicht gemacht. Müsst euch ein bisschen gucken, dass ihr euch nach dem Schatten orientiert. Hier habe ich es jetzt nicht getroffen. Oh, scheiße, scheiße. Oh, das war knapp. Ja.
sehe auch dich. Oh, scheiße. Das war jetzt daneben. Die ganze Zeit Glück gehabt, dann kam Rumsbums doch nicht. E-Wert, naja, extra, aber die Trophäe haben wir irgendwie so abgesammelt. Und so läuft das halt die ganze Zeit weiter ab. So, kommt das jetzt eigentlich mit der Kuh? Wenn nicht, muss ich mein, doch, das ist mit der Kuh, genau. Und den TNT-Fässern, genau. Das, nee. Das ist mit dem Bär oder so. So, jetzt müssen wir erstmal orientieren uns. Ah, wir machen. Ich habe auch Probleme hier einzustellen, wie ich fliegen will. Also ich müsste aufpassen, wenn immer müsste ich TNT-Fässer mitnehmen. Ich habe eine Trophäe. Ihr könnt auch außen rum. Aber ich finde das eigentlich ganz cool. Und hier müsst ihr aufpassen. Der wirft euch mit Klos ab und dann passiert das, wenn er nicht durchkommt. So, zum Beispiel, ja, Levelauswahl. So, wenn ich jetzt auf Weiterspielen gehe, ach, jetzt habe ich nur das geladen oder was? Habe ich jetzt meinen alten Spielstand gelöscht oder was? Scheiße. Da muss ich mal gucken, ob ich den vielleicht noch mal laden kann später, weil da war ich schon ziemlich weit. Dann müssen wir jetzt mit dem Spielstand durchziehen. Wie gesagt, ihr müsst hier so wirklich versuchen, so wenig wie möglich viel hoch zu springen, also nur da, wo es sein muss. So, jetzt hat es mich nicht erwischt. Aber wir sind noch nicht verschont. Ah, scheiße. Wir sind noch nicht verschont, wir müssen ja noch aufs Brett drauf und selbst da kann er uns noch treffen. Und zack, sind wir hier. Er hat uns nicht getroffen. Zack. Und ja. Oh. Yes. Ja, und wir haben es geschafft. Unsere NC-Bewertung. So. Wie lange spielen wir? 13 Minuten. Ich denke mal, das reicht aus. Gibt es im PSN-Store, kostet nicht viel. Ist ein kleines, süßes, schnuckliges Spiel. Crash Test Dummy halt mit irgendwas kombiniert. Ich spiele es echt gerne. Ich muss mal gucken, dass ich meinen alten Spielstand wiederherstellen kann. Dann kann ich euch vielleicht auch mal zeigen, dass ich wirklich weiter bin. Kann man das vielleicht mal im Stream machen oder so. Dann kann ich euch das zeigen. Aber so kann ich euch ja zeigen, was ich an Trophäen schon habe. Weil ich habe es angefangen zu spielen. Also ich wollte eigentlich nur ein Angezockt machen. Hat auch nur 100%, also hat keine Platin-Trophäe. Und ich habe hier schon viele Trophäen geholt. Ich bin halt Volltreffer, habe ich auch schon, wie ihr seht. Nummer 1, ich bin reich in der A-Bewert. Muss ich auch nochmal schaffen. Ich bin echt... Puh! Mich hat es echt gefesselt und ich bin nicht weggekommen davon, muss ich so sagen, beim ersten Mal spielen. Bin auch schon ziemlich weit. Ja, Papa. So. Also von mir gibt es ganz klar einen Daumen hoch fürs Spiel, also Doppeldaumen hoch.
Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ahoi. Sagt euer Odin.